herzlich willkommen zu unserer wunderschönen weihnachtlichen Rikolaus-Folge bei der Kreuzworträtselrunde. Ja, die Geschenke sind bereits eingepackt, die Bescherung ist schön und ich sitze hier rum und mache Kreuzworträtsel. So, fangen wir doch mal damit heute an. Englisch für Ohr ist ja einfach. Ja. Dass ich über den ganzen Bart hier noch sprechen kann, das ist ein Wunder. Normalerweise würde ich machen. Nein, israelische Stadt am Golf von Aqaba. Oh, weiß ich noch nicht. Wer ist denn die ehemalige US-Außenministerin? Vulkantrichter, das sind ja Worte heute. Gliedertier. Nee, ist keine Echse. Schade. Ahndung? Weiß ich. Hatten wir schon mal. Mündliches Füllwort. Zeitalter. Diesmal ist es die Ära. Und nicht Äon. Vulkantrichter. Was könnte das noch sein? Auf jeden Fall der griechische Gott hat. Gott des Donners. Verwunschener Prinz ist ein Frosch. Womöglich. So, Geldeintreibung. Inkasso. Ja, das mache ich übrigens beim Geschenke ausliefern nebenbei noch so mit. Bei den bösen Kindern. Schulden eintreiben. Nein, das tue ich nicht. Hauptstadt des Jemen. Hatten wir schon mal, weiß ich aber gerade nicht. Rasant ist schnell. Sehr schnell. Verbindungsbolzen. Ich glaube, ich bin heute ein wenig leise im Vergleich zu sonst. Vielleicht liegt das daran, dass ich durch einen Bart durchspreche. Deswegen mache ich mal alles andere auch leiser. So. NHL ist die Eishockey-Liga. So, was haben wir noch? Afrikanische Lilie. Ne. Rockgruppe, die gibt ja nur die eine. So, Galgenvogel ist der Rabe. Umgangssprachlich für Kopf ist der Dez. Bin mir nicht sicher, in welcher Umgangssprache das so heißt, aber ich kenne das. Lateinisch im Jahre ist Anno. So, organische Leuchtdiode ist OLED. Nach vorn, voran, ja. Dauer ist die Länge. Zweifel. Machen wir erstmal die polnische Stadt. Das könnte Krakau sein. Und ist auch Krakau. Seltenes ist Rares. Ja. Hauptstadt des Jemen. Irgendwas mit Saarland. Nein. Astronomische Maßeinheit. Lichtjahre. Was gibt's da noch? Meter. Abkürzung Karat. Ich glaube CR. Nein. CA. Nein. CT. So wie Cent. Hat die gleiche Abkürzung. Kann man niemals verwechseln. Naja, vielleicht doch gerade bei Edelsteinen. Kostet nur 500 Cent. Der Allmächtige. Vermutlich ist das der hier. Ach ja, netter Typ. Verbindungsbolzen ist neat. Könnte Parsec sein. Ja, Parsec ist die astronomische Maßeinheit. Totenschrein ist ein Sarg. Heilige Stadt in Indien. Benghazi vielleicht? Nee, auch gar nichts davon. Okay, dann nicht öffentlich. Ist privat. Okay. Irgendwas mit V ist die indische Stadt. Bereit. Parat. Ja.
Blattgemüsespeisen sind Salate. Hi. Hi, was? Hi. Hi. Na, was könnte das wohl sein? Machen wir erstmal den Seraphen hier rein. Ja. Hightech. Die wollen Hightech. Und was haben wir hier? Die Skepsis. Südamerikanisches Säugetier. Ist das Trier? Nein. Das nicht. Südamerikanisch. Südamerikanisch. Was könnte da leben? Tapir? Tapir. Okay. Glieder. Was könnte das Gliedertier sein? Wer weiß, wer weiß. Auf jeden Fall der Vulkantrichter ist der Krater. Außenministerin Ritsch. Nein. Rico. Rika. Rice. Ah ja. Ja, vielleicht habe ich davon mal gehört. Oh, von dieser Stadt wusste ich nichts, obwohl ich da ständig jedes Jahr einmal hinfliege. Kurz. Varanasi ist die heilige Stadt in Indien. Klar. Anfällig. Man ist anfällig für etwas. Man ist fragil. Nein, weiß ich noch nicht. Die Alge ist keine afrikanische Lilie. Alle. Alte. Alse? Alde? Nee. Alve? Alme? Alne? Albe? Aloe. Ah, das war Aloe. Von Vera. Ich überlege gerade, was könnte anfällig sein? Anfällig. Nein, das ist es nicht. Labil. Das war es. Natürlich, natürlich. So, ho. Damit haben wir das erste von diesen Rätseln schon und jetzt gucken wir mal, was das Lösungswort-Rätsel hat. Der Taufzeuge, das weiß ich. Dann weiß ich schon mal den ersten Buchstaben. Ritze, ja. Sicherheitskopie, das weiß ich. Ja. Dann ist das... Löschfahrzeug. Vermutlich LF, aber das wollen wir mal noch nicht so stehen lassen. Strecke vor dem Sprung. Ah, okay. Doch. Ja. Ich denke, hier in die 4 kommt erstmal ein E rein. Ja. Dann kommt da bei der 5 ein L. Könnte sein. Forke. Okay, ja. Ja, Forke habe ich auch. Okay, ja, kommt ein L rein. Jetzt muss ich nur noch wissen, was das der zweite Wortteil ist. Kamelart. Lateinisch Rätsel. Ja, könnte. Okay. Dann gehe ich davon aus, dass Englisch für Melodie ist das. Ja, dann ist das Lösungswort Apfelmus. Schauen wir mal, ob das stimmt. Geben wir es mal ein. Schon mal.
So. Apfel. M. U. Und S. Apfelmus. Kamelart. Ist ein Lama eine Kamelart? Ich weiß es gerade nicht. Aber die Melodie ist Tune. Außerdem Idylle. Gute Frage. Extern. Außen. Ja, sehr schön. Kindersprache schmusen. Weiß ich gerade noch nicht. Ich kenne mich mit Kindern ja gar nicht aus. So, Stadt bei Dortmund. Ist da auch Bonn? Nein, Bonn ist da nicht. Nierenausscheidung. Machen wir erstmal das. Ah. Okay, ist das vielleicht Unna? Ja, das ist Unna. Idylle. Zahlenrätsel ist erstmal das Sudoku. Weißer Kalkstein. Krefeld. Nein. Erstmal hier die Oase. Kreide ist dann dieser Kalkstein. Trennwand, Behörde. Behörde ist ein Amt. Hohoho, ich muss mich jedes Jahr auf dem Weihnachtsamt melden. Dann haben wir hier einen Spalt. Insel zwischen Italien und Afrika. Malta. Ebenso. Auch. Strecke vor dem Sprung ist natürlich der Anlauf. So, Kräuterart. Nelken. Nein. Eisenlegierung. Was könnte das nur sein? Schauen wir mal. Englisch und ist ja erstmal ganz einfach. Jurist. Könnte ein Richter oder ein Anwalt sein. Anwalt. Nee. Huch. Ist es auch nicht. Okay. Judograd ist der Dan. Der Advokat ist natürlich hier gemeint. Wusste ich. Hier ist das Reiten. Englisch 10 ist 10. Genauso wie die zweite Silbe von Reiten. Wigwam. Wigwam. Tippi. Haha. Eine amerikanische Ureinwohnerbehausung ist das. Hat leider eventuell manchmal. Obwohl, nee, hat in der Mitte oben einen Schornstein, durch den man durchkriechen kann. Trennwand, Mauer. Dann haben wir hier das Unikat. Und die Teilzahlung ist natürlich wieder mal die Rate. Verfassor. So, was haben wir denn hier? Es ist wirklich ein Lama. Ja, ist es. Ankündigung. Machen wir erstmal den SUV hier. Huch. Den. Nicht den SV. Ho, 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 ho. Lateinisch Rätsel ist natürlich das Enigma. Ach ja. Ich kenne eine Oma, die so heißt. Französisch die. Die Bart, die. Okay, Ankündigung. Vielleicht. Machen wir erstmal hier die Eisenlegierung. Das ist Stahl. Und dann heißt Ankündigung auch Avis. Oder Avi? Oder was? So, Kräuterart. Nessel. Was haben wir denn hier noch? Das Backup. Natürlich ist das das Backup. Und die Forke ist auch die Gabel. So, der Frauenname. Cleo. Zum Beispiel. Konzept. Weiß ich gerade noch nicht, aber... Somit ist also... Krimiserie Soko Köln. Das Konzept ist das Schema. Glanzfarbe ist natürlich der Lack.
Und dann fehlt uns nur noch ein Buchstabe. Elke ist wohl das Wort. Ja. Och, ist das schön. Hoho. Damit haben wir es mal wieder geschafft. Und wünsche euch diesmal nicht nur einen schönen Rest vom Tag. Ich wünsche euch eine wunderschöne Bescherung. Und ich wünsche euch eine frohe, fröhliche Weihnacht. Denkt schön an den Rikolaus, das Video, das ist jetzt aus. Ich verzieh mich raus. Zum Schmaus. Fällt mir noch ein Reim ein? Nein. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ho, 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 ho.